Startplatz 16 erfahren. Von Platz 20 aus wird es ins Rennen gehen, weil alle möglichen Teile gewechselt. Aber das Qualifying hat sich richtig sehen lassen können. Ich war total zufrieden mit meiner Fahrleistung. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Singapur. Herrn Magnussen werde ich jetzt nicht großartig geschlagen haben, keinesfalls. Aber es ging kaum besser. Mir fehlen noch 2 Punkte. Ich muss im Rennen straffrei bleiben. Und ich muss es abschließen. Ich fahre am Ende auf den lila Reifen. Da könnte ich sogar die Rundenzeit hinbekommen. Also die Chance, dass wir das vor Magnussen schaffen, die 30 Punkte, die ist auf jeden Fall größer, als dass wir es nicht schaffen. Wir müssen halt straffrei bleiben und... Ah, es sagt sich so einfach. Was war es noch? Rennen beenden, da bekommt jeder einen Punkt. Wir sehen's mal. Verschlechtert, minus 2, minus 2. Verschlechtert meine ich unten den Ruflevel. Und das Ziel jetzt angepasst oder immer noch so 13? Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. 14 sogar. Na, werde ich im Normalfall aber nicht schaffen, denke ich. Laptop. Wir brauchen noch 81 Ressourcenpunkte, dann kann ich das nächste Kernfeld in Sachen Strapazierfähigkeit angehen. Weiß noch nicht genau was, aber hab sowieso erstmal anderes im Sinn, und zwar ein Rennen zu bestreiten. Eigentlich sagt man, New York sei die Stadt, die nie schläft, aber Singapur kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Und hier wartet man heute bei den grellen Lichtern am Hafen im Marina Bay District auf den nächsten großen Preis. Es werden sehr lange, sehr harte Runden und es gibt nur ganz wenig Spielraum für Fehler. Heute Abend werden wir hier in Singapur so etwas wie ein Langstrecken-Formel-1-Rennen erleben. Diese 5,6 Kilometer lange Strecke, 141 Kilometer nördlich des Äquators, ist nicht nur heiß, sie ist auch feucht und aufgrund der Bodenwellen und der engen Begrenzungen ein unglaublicher Test für die Fahrer. Es braucht 23 Kurven rund um die Bucht, um eine einzelne Runde abzuschließen. Die Aussicht ist spektakulär und die Hitze unerträglich. Es könnte ein unglaubliches Rennen werden. Stefan Römer sitzt heute Abend neben mir in der Kommentatorenbox. Ein großes Rennen heute, da braucht man einen langen Atem. Ich frage mich, wie sich die Fahrer wohl gerade fühlen. Weißt du, ich kann gar nicht oft genug erwähnen, wie schwierig diese Bedingungen sind. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich hierbei um das längste Rennen der Saison handelt. Zumindest was die Zeit angeht. Außerdem ist das eines dieser Rennen, bei dem du immer genug trinken musst, damit du nicht dehydrierst. Sonst passiert dir das gleiche wie dem jungen Kevin Magnussen vor ein paar Jahren. Und man darf natürlich auch die Bodenwellen nicht vergessen. Achte während des Rennens auf die Cockpit-Kameras, wenn du kannst. Die Bewegungen der Aufhängung und des Fahrwerks sind unglaublich. Da musst du schon richtig hart arbeiten, um das Auto durch eine Runde zu bringen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Raikkonen, Daniel Ricciardo und Verstappen. Grosjean, Massa, Perez und Nico Hülkenberg. Sainz Junior, Magnussen, Jolyon Palmer und Alonso. Van Dorn, Ocon, Pascal Wehrlein und Marcus Ericsson. Ein Toro Rosso und Lance Stroll am Ende der Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Moment, Lance Stroll. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Wie hat denn der das hinter uns geschafft? Hinter uns waren doch Van Dorn, Ocon und die beiden Sauber. 17, 18, 19, 20. Wie hat der es hinter uns geschafft? Der muss ja mehr Teile gewechselt haben als wir, denn wir haben alles gewechselt. Muss er ja noch mehr als alles gewechselt haben, denn der Herr Stroll hat sich im Qualifying vor uns platziert. Das muss mir jetzt mal jemand erklären. Na gut. Carlos Sainz auf der Doppel 1. Hoffentlich wird er besser sein. Am Schluss. Ja, Rennstrategie, es wird nicht regnen. Wir schauen drauf. 2 Stops, okay.
Ich war im Qualifying knapp 3 Sekunden hinter der Spitze. Knapp 3 Sekunden heißt dann im Rennen, hochgerechnet, 90 Sekunden hinter der Spitze. Ich denke aber, ich werde im Durchschnitt auf eine Runde langsamer sein als 2,8 Sekunden, wie es im Qualifying der Fall war. Ich glaube, da hatte ich einfach meinen Höhepunkt im Vergleich zum Spitzenreiter. Ich kann heute nicht personalisiert meine ich, angehen. Ah, wirklich? Nee, muss doch ein Stop drin sein. Ich werde die Strategie erstmal bearbeiten, denn ich starte auf keinen Fall mit Lila. 12 Runden, 10 und 9 auf Lila. 12, 10, 9. Und schon könnten wir durchfahren. Dann machen wir es anders. Dann machen wir hier jeweils 10. Muss ich hier vorne was ändern? Na, hier was ändern? Quatsch. Am Ende habe ich noch am ehesten frische Reifen. Dann so. Jeweils 11. Eigentlich auch Quatsch, ja? Rote Reifen 12, 10. So werde ich es angehen. Geringe Reifenabnutzung. Maximale von 49 bis 73. Boxenstoppfenster. 5 Runden? Haben wir 5 Runden Puffer? Ursprünglich. Und verpflichtend. Rot oder gelb. Und wir entscheiden uns für rot. Genau, zweimal Lina. Genau. Also 2 Stops gehen wir. In der Vergangenheit bin ich doch mal eingefahren, ne? Vielleicht halten die Roten doch besser und dann ändern wir noch. Werden wir mal sehen. Erstmal gehe ich das so an. Auf jeden Fall auf Roten starten. Und Benzin noch. Nehmen wir mal 0,4 weniger mit. Heute anders als in Belgien werde ich darauf ganz genau achten, wenn ich hier was einstelle. Ja, habe ich. Ja, und dann wünsche ich euch bei was auch immer, also mein Ziel ist, vor McLaren sauber zu landen. Alonso könnte zu schnell sein. Vor sauber auf jeden Fall. Natürlich erstrangig, vorrangig ankommen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Los gehen. Rennstrategie. Beim Übungsstart konnten wir keine Probleme feststellen. Behalte die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Runde 11. Habe ich im freien Training gar nicht drauf geachtet, bei der Rennstrategie, dass ich da nicht auf Fett fahre. Aber wir sind ja angekommen. In der Garage. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Heute fahren wir gegen folgende Fahrer. Magnussen und Van Dorn. Gegen wen fahre ich heute? Die Fahrer des Rennens sind Dorn und Magnussen. Ha! 10 Punkte mindestens für mich. Ich wollte eigentlich Ericsson sagen, deswegen habe ich gezögert. Habe nochmal genau drüber nachgedacht. Das ist ein tolles Ratespielchen. Das mache ich jetzt immer, wenn ich dran denke. Hier ist auch dieser schwarz-weiße Kack am Rand. Wie nach der Tribüne. Wenn ihr das freie Training gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Da links, zwischen Streckenbegrenzung und Mauer, dieser ganz hohe, aber sehr schmale Randstein. Tja, Fahrer vor mir. Lance Stroll hinter mir, wie er das auch geschafft hat. Ich muss wirklich mal ausprobieren, in T1 alle Teile zu wechseln, in T2 nochmal.
So könnte ich es mir gerade nur erklären, warum er hinter uns steht. Er hätte ja keine Strafe aus dem Rennen, aus dem Monster mitgenommen. Sowas gibt es ja hier im Spiel nicht. Nachträgliches Antanzen oder nachträgliche Strafen fürs darauffolgende Rennen gibt es ja nicht. Hier, schwarz-weiß links, vor der gelben Bande. So, also Ericsson und Valen müssen wir noch überholen. Und gerne auch noch mehr, aber erstmal ankommen. Stadt gar nicht so schlecht, aber Ericsson war besser. Der ist ja richtig gut gewesen. Nee. Sieht gut aus. Der Gutstarter neben uns. Der Gutstarter. Ah, jetzt ist der Ende. Ja. Nase ganz, danke. Platz 16 kann ich mich drüber... Kann ich mich nicht drüber beschweren. Ah, ich lasse mich zu weit nach außen treiben, ich Dödel. Die Kurve ist noch meine, die nächste nicht mehr. Hey! Ah, hat er sich verdient. Ja gut, er sollte im Rennen kein Thema sein, Ocon. Wenn er sich denn fängt, so wie er es nun mal machen sollte mit dem Wagen. Könnte man von uns auch sagen. Aber ich weiß, was ich kann. Und was nicht. Stroll hinter uns. Ist Ericsson richtig stark. Jetzt wird er aber auch arge Probleme bekommen mit Ocon. Wenn er sich denn nicht irgendwie Windschatten, der es schnappen kann. So, ich auf den härtesten Reifen hier um mich herum. Da fährt keiner. Die roten, wie ich es bisher gesehen habe. Guck mal, leicht verpasst. So, jetzt habe ich immerhin eine kleine Lücke, um mich zu fangen, um meinen Rhythmus zu finden. Und ja, vor Stroll brauche ich mich auf dieser Geraden jetzt nicht fürchten, der ist so weit hinten. Ich hoffe, ich kann da vorne ranfahren, solange Ocon da festhängt. Ja, 2000. Achtung, Achtung! Wieso? Gibt's jetzt einen Safety Car? Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Langsamer werden. Alles ausgeschieden. Der Hintermann muss sein Tempo verringern. Das ist viel zu nah daran. Jetzt ist er wieder weit genug weg. Was ist, wenn man den Gegner auffahren lässt? Dann könnte man ja provozieren, dass er eine Strafe bekommt, weil er nicht genügend Abstand lässt. Merkt das Spiel, dass man dann einfach ohne Grund zu langsam fährt? Eine berechtigte Frage, die mir gerade in den Sinn kommt. So, 3/4 Sekunde darf ich noch aufholen. Auf der Geraden wird zwar enden, das Virtual Safety Car. Auf jeden Fall
nach der ersten Kurvenkombination. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Okay, alles klar. DRS aktiviert. Gleich wieder. Status Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,4 Sekunden. Sie fahren mit neuen ultraweichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 55,5. Fährt überhaupt irgendjemand auf den roten Reifen? Das wäre eine interessante Information. Sowas gehört eigentlich auch dazu, dass das Jeff ansagt. Aber da gehört noch einiges mehr dazu. Aber Jeff ist an sich schon super. Man merkt deutlich, wie Ocon schneller fahren könnte. Aber du musst ja auch vorbeikommen, wenn du schneller bist. Ansonsten bringt's dir hier nun mal gar nichts. Hier auf jeder Strecke aber. Hier mal wieder etwas mehr als anderswo bei Stadtrennen. So, hier nicht zu weit nach links kommen. Auf diese besonderen Randsteine. Mit einem schweren Auto gehe ich lieber den fünften in der an sich letzten Kurve. Bin ich sogar fast in Schlagdistanz, wenn Ocon jetzt keinen Windschatten und DRS hätte. Ist Ericsson jetzt dran? Bitte keinen Unfall bauen. Er will es nicht wirklich probieren. Mann, der bremst ein, der Van Dorn. Aber was macht der genau richtig? Abstand zu seinem Vordermann vom Stoffel. Gewaltig. Der hält ja alle auf. Sogar Alonso ist hinter uns, sehe ich gerade. Hoi. Der ist ja hinter Stroll. Ich war jetzt gerade wieder besonders schlecht im Mittelsektor, aber man sieht halt, wo ich Zeit verliere. Aber immerhin bin ich nicht der mehr, der sich hier die Reifen zerfährt. Ich habe die roten. Tja, Ocon, hättest du mal die roten Reifen zum Start genommen? Jetzt wieder praktisch nah genug dran. Aber gegen Ocon, wenn er Windschatten DS hat, ist da kein Kraut gewachsen. Na, das ist erstmal außen, aber dann gleich wieder innen. Und er ist etwas vorne dran, das schafft er. Dann bin ich der Nächste, der da an Ericsson sich probieren darf. Hey, Stroll darf. Das kam jetzt unverhofft. Ich hab's überhaupt nicht gehofft. Alonso auch auf Lederreifen. Und ganz hinten dran auf der 19. Wehrlein.
Stroll ist auf der Geraden auch nicht toll. Und Ocon kann sich erstmal von Verlaine absetzen. Von Verlaine, von Ericsson. Aber Van Dorn wird ihn auch aufhalten. Mann, was für eine Kackrunde. Alonso bekomme ich aber noch am ehesten. Vielleicht auf der nächsten Geraden schon. Also Runde 5 war richtig doof. So, Alonso, wirst du gleich über Funk fluchen? Wegen deines Motors? Fahr vorbei, das war kacke. Wie im Löffel in der Einstimmung für das Japan-Rennen gegen Verlaine am Ende. So will ich nicht überholen. Nee, jetzt wird innen. So, jetzt heißt es wieder fangen. Wir werden nicht die volle Renndistanz erleben. Insofern könnte ich Sprit raushauen, wenn es sein muss. Im Vergleich zum Rennstand habe ich ja eher gespart. Jetzt heißt es erstmal wieder an Alonso ranarbeiten. Ich glaube, ich werde DRS. Nee. Oh, Stroll ist an Ericsson vorbei. Na, Alonso schickt sich an. Na gut, McLaren ist nun mal schneller als Sauber. Wenn sie denn ankommen. Merkt man deutlich, wie Alonso hier eingebremst wurde beim Anbremsen. Nein. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Ich komme rein. Eine alternative Strategie, ich ziehe, glaube ich, rot auf. Weil wir können auf lila zur Lila durchfahren. Ansonsten geht das Rennen zu sehr in die Hose. Geht in Ordnung. Wir bleiben bei lila. Statt Runde 11 jetzt Runde 7. Naja, ich habe die Rennstrategie nicht gefahren. Ein Stop kann ich damit knicken, was ich insgeheim vielleicht gehofft habe. Wollte erstmal schauen, wie ich zurechtkomme. Wird es automatisch ja machen, aber ich schalte mal lieber um, damit es eindeutig. Blaue Flaggen werde ich noch nicht so früh gezeigt bekommen. Wir ziehen halt unseren Stop bloß vor. Wir machen Undercut, weil die da vorne sich ganz schön anstellen und wir einfach nicht unsere eigentliche Geschwindigkeit ausspielen können, wenn man sich's denn schönreden möchte. Nasenwechsel kostet jetzt gut Zeit. Magnussen ist ausgeschieden. Ach, Magnussen! Fertig, los! Der Konkurrent. Na, das ist doch eine Einladung. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Die Konkurrenten wären eher reingekommen als wir mit ihren lila Pneus.
gucken, ob ich an Alonso vorbeikomme mit dem Nasenwechsel. Glaub's eigentlich nicht, aber jetzt fahre ich mal los. Na klar, der Nasenwechsel hätte zeitlich besser gepasst, wenn ich die lila Reifen drauf gehabt hätte. Aber hey, ist passiert, jetzt kann ich nur das Beste draus machen. Hab auf jeden Fall ein besseres Gefühl als in Baku. Na, was soll denn? Fahrer vor mir. Grosjean liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 29,1 Sekunden. Sie fahren mit neun ultraweichen Reifen. Okay. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten 8,2. Also mit der Zeit war der drin, ja. Na, Grosjean wird so oder so nicht unser Konkurrent sein. Das war schon Magnus, nicht? Keiner drin gewesen. Zu schnell rein. Perez sitzt vor uns. War doch jemand drin. Aber einer von ganz weit vorne. Bin ich schon mal deutlich schneller als meine Bestzeit. Wobei der erste Sektor mit dieser Korrektur da, mit diesem zu schnell reinfahren, gar nicht gut war. Sainz drin. Chaos ist an der Box. Fahrer vor mir. Perez liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 23,6 Sekunden. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Ich glaube nicht, dass ich Alonso bekomme. Ich muss halt den Nasenwechsel wettmachen. Das kriege ich vielleicht über 3-4 Runden hin, aber nicht über 2. Tendenz eher über 4-5. Aber so lange wird er halt nicht mit alten Reifen länger fahren. Da kommt was raus, oder? Ich guck gleich mal. Ericsson vor uns, okay. Oh Gott. Gar nicht bekommen. Fahrer vor mir. Ericsson liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 25,9 Sekunden. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Und dann auf Rot fahren. Vorhin war ich auf Rot und war grundsätzlich schneller als Ericsson. Wenn ich es nicht verbaselt hätte. Na Vettel, da musst du aber noch zulegen, damit du 3 Sekunden schneller bist als wir. Ich schicke mich nämlich wieder an, meine persönliche Bestzeit zu verbessern. Etwas zu früh der vierte Gang. Zum Anstellen.
und nicht zu weit nach links fahren. Da wollen wir, glaube ich, Wehrlein. Ja, Wehrlein hinter uns. Mensch, wieder zu weit in. Dafür hier jetzt nicht zu weit in, nämlich genau richtig getroffen. Wir haben fast ein Drittel schon geschafft. Das ging ganz schön schnell. Das macht auch irgendwie gerade Spaß. Na, so wenig wie bisher weiterhin ausfallen, wird das nichts mit Platz 14. Das persönliche Ziel ist ja mehr wert als das Ziel gegen den Teamkollegen als Fahrer Nummer 2. Hamilton ist jetzt schon mal gute 3 Sekunden schneller. Sogar mehr als wir. Mehr als 3 Sekunden schneller. Warum hier der zweite? Hä? Ich dödel. Wer denn ist aber weit hinten? Er ist halt deutlich hinter seinem Teamkollegen, was ungewöhnlich ist. Wobei, ich habe mir die Einzelergebnisse der beiden Sauber noch nicht im Spiel angeschaut, aber in echt wäre es schon ungewöhnlich. Man weiß aber natürlich auch nicht, wer gerade mit welchen frischen Teilen fährt, wie frisch die genau sind. Da ich hier mit maximaler Frische ins Rennen gegangen bin, na gut, nicht maximal, aber praktisch so gut wie es geht. Das ist ja auch etwas verzogen. Ansonsten wäre ich halt weiter hinten. Der ist halt immer noch nebendran. Aua. Kann ich es wie Ocon machen? Ne, mir geht die Strecke aus. Da war Ocon eindeutig besser. Wird also schwierig werden, Ericsson zu überholen. Wobei, ich kann auch auf Fett schalten. Wehrlein weit, weit hinten. Die Lücke vor Ericsson ist gut groß. So zwischendurch mal einen ran, habe ich nichts dagegen, wenn ich mal wirklich weiter hinten bin und hart zu kämpfen habe. Im Zweikampf. Aber bitte dann überwiegend wieder in den Regionen so um Carlos Sainz oder besser gesagt vor ihm herum. Aber man hat gute Rennen, man hat schlechte Rennen. Am Ende gibt sich das bestenfalls die Waage. Schauen wir mal. Ich bin ja erst vor Italien mit dem KI, mit der KI-Fahrerstufe nach oben und für ein Rennen werde ich niemals extra hochschalten, niemals extra runtergehen. Genauso habe ich nicht vor, jemals wieder eine KI-Fahrerstufe zurückzugehen. Deswegen auch etwas Vorsicht walten lassen, mit nach oben stellen. Ich habe nicht vor, wieder runterzuschalten. Schließe ich kategorisch mal aus. Es wird eine Riesenpackung an Ericsson vorbeizukommen, stand jetzt.
Hier ist noch Runde 7 rein bis Runde 17. Wir werden länger fahren können. Also grundlegend war auch ein Einstopp-Rennen drin. Aber nach dem Nasenanstupser war das vorbei. Hätte auch auf die Gelben gehen können, aber das wäre zu krass gewesen. Jetzt fährt sich Ericsson gerade einen Vorsprung raus, wo ich gerade so doof fahre. Dann sehe ich mal zu, dass ich wieder ranfahre. Wieder zu weit innen. Was ist denn gerade los? Gegen das Auto hinter dir verloren. Nicht gut. Auf der Streckenkarte sieht man den Vordermann von Ericsson auf der Geraden schon gar nicht mehr. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 9,2 Sekunden. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Jetzt schon die Fragestellung? Es liegt nicht daran. Ich schau mal kurz nach. Verstanden, geht in Ordnung. Erstmal die 20, vielleicht Runde 19 reinkommen. Nicht vergessen, wir fahren eine Runde weniger. Gehe ich fest von aus. Aber irgendeinen Satz der Lilas muss ich halt ausquetschen. Wegen des frühen ersten Stopps. Habe ich auch bemerkt, dass wir rankommen, aber eben nur sehr minimal. Ja, jetzt endlich mal wieder ein guter Ausgang. Dafür hier nicht gut. Der vordere rechte Reifen. Na, wir fahren ja wieder gegen den Uhrzeigersinn. Die ganz schlimm belastenden Kurven sind nun mal die Linkskurven, die schnellen. Die Kurve hier zum Beispiel schneller ist. Virtuelles Safety Car. Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta halten. Wellen ist ausgeschieden. Unser Delta ist zu niedrig. Oh Mann, jetzt sind wir letzter. Verringere sofort dein Tempo. Jetzt muss ich hier Ericsson einholen. Überholen. Fahrer hinter mir. Wir liegen hinten. Letzter Platz. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 9,8 Sekunden. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,50,0. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Ich bin mal lieber vorsichtig. In Sachen Zeit da. Man könnte gegen Ende so gut aufholen, indem man einfach, ja, aufholt in den letzten Sekunden, wenn man weiß, Safety Car wird eher enden als die Zeit, die da runterläuft für lass mehr Abstand. Oh, Kimi, wir sind jetzt 17. Ist Kimi jetzt ausgeschieden? Hä, war da nicht gerade Kimi? Hä? Wir sind halt nicht mehr letzter. Aber Wellen ist 18. Na. Ich fahre wieder mein Rennen. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,9 Sekunden. Ich muss schließlich den Vorletzten überholen.
Nee. Fahrer hinter mir. Wehrlein liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 8,9 Sekunden. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 55,6. Ich meine, ich habe da oben mal Kimi wahrgenommen. Hat Kimi sein Auto abgestellt und ist Wehrlein da rein und ist weitergefahren? Wehrlein ist wieder im Rennen. Wir waren mal Letzter. Interessant. Du lagst einfach daran, dass ich, aber dann ist es bloß eine fehlerhafte Darstellung. Kimi ist ausgeschieden. Lag noch vor uns. Wir waren schon mal Letzter. Jetzt sind wir Vorletzter. Es scheint, Sie haben ein Problem. 17 von 18. Na, ich muss Ericsson bekommen, so oder so, das ist mein Ziel. Vielleicht auch wandern. Der wird vor Ericsson liegen. Fahrer hinter mir. Wehrlein hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 9,6 Sekunden. Sie fahren mit alten ultraweichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,50,5. Ich komme wieder ran. Das muss ich beibehalten. Ja, wir kommen dem Ericsson-Vordermann deutlich näher. Wird Wandern sein. Auf dem Boxenstoppfenster. Wir ziehen dir die Ultraweichen drauf. Schon Runde 18. Ich komme Runde 19 rein. Schnell genug sein. Super. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Ja, da ist er, der Belgier. Kann aber technisch bedingt nicht schneller. Gut, ein McLaren Honda schränkt technisch immer ein. Jetzt bleibt Ericsson aber auch hin und kein Fehler meinerseits. Wenn es klar geht, dann haben wir den Stoffel in der nächsten Runde kassiert. Blinkt seine rote Leuchte immer? Jetzt gerade mal nicht, okay. Ich hätte gedacht, sein ERS streikt. Ericsson jetzt rein und wir uns wieder so bekommen. So, das war wichtig. Jetzt weiß ich aber nicht, ob Ericsson gerade reingekommen ist. Hülkenberg auf den roten, der fährt durch. Boxenstopp.
Ende dieser Runde rein. Alles klar. Nee, Van Dorn hat einen Hintermann. Das ist dann Ericsson. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt... Was, Sainz aus dem Rennen? Nein! Nein! Ach, das ist doch Beschiss. Der sollte doch Punkte holen. Jetzt kommen wir der 14 doch näher. Meine Teamkollegen schlagen dann den Konkurrenten. Ups, warum der zweite? Da steht er. Ah, da hinten, der Spitzkehrer. Ach, Sainz. Ich gebe dir aber nicht mein Auto. Carlos, nee, kannst du das nicht. Rennen aufgeben. Sagt er das erst, wenn Sainz vor uns lag, wenn wir auf einer Höhe mit ihm sind? Müssen wir mal weiter beobachten, wenn das nochmal so der Fall sein sollte. Ich drücke gerade wieder zu sehr auf die blöde Naht da am Lenkrad. Ich merke das schon wieder. Na, hinter uns kommt was mit. Ericsson. Ericsson wird jetzt aber auf die roten Reifen gehen. Ganz schön schmutzig wieder der Linke. Losfahren! Losfahren! Tschüss, Ericsson. Rote Reifen bei ihm. War dein erstes Mal vorbei? Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Das war, glaube ich, wieder Linie überfahren. Aber das Spiel ist ja sehr gnädig. Jetzt heißt persönliche Bestzeit verbessern. Und nicht so sehr auf diese blöde Naht drücken. Deutlich im Plus. Sei bloß bei der linken Hand, so bei der rechten merke ich das nie, da fasse ich auch anders an, merke ich. Gerade bewusst mal. So, was mache ich denn hier? Ericsson ist dran. Und Blauflaggen gibt's, aber erstmal macht der Blaue vorbei. Platz. Nachdem ich gesehen habe, was Hülkenberg blühte, bin ich mir auch ganz sicher, wenn wir zu oft die blauen Flaggen ignorieren, obwohl einer hinter uns ist, der zuerst Platz machen muss, bekommen wir auch eine Strafe. Das ist aber gleich vorbei. Blaue Flagge weg für uns. Alonso auf den roten vor uns, wieder auf der 14. Wir. Na, im Rückspiel kann ich gerade keinen Ferrari entdecken. Der hat sich da festgefahren oder kommt gerade rein. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,8 Sekunden. Ich habe die besseren Reifen, darf ich nicht vergessen. Alonso ist zu weit weg. Da
Da ist immer noch ein Ericsson hinter uns. Vielleicht ist der... der rote Renner erst rein. Kann natürlich auch sein. Weil wenn Ericsson jetzt immer noch keinen Platz gemacht hat, dann ist A, entweder was schiefgegangen oder B, er hat schon massiv Strafen bekommen. Letzteres halte ich für unwahrscheinlich. Noch zu weit weg von der persönlichen Bestzeit. Fett fahre ich jetzt nicht unbedingt. Warum auch? Hab gerade keinen Zwang. Der vor mir ist zu weit weg. Der hinter mir sollte kein Problem darstellen. Die persönliche Bestzeit spare ich lieber Komponenten. Ja, um Ericsson herum ist gar nicht. Doch, da hinten wäre was. Aber der Ferrari ist, glaube ich, in die Box. Ich glaube, es ist Vettel. Weil Kimi schon raus ist. Ich bin gerade noch in einer Daumenfindung. Habe jetzt ein paar Positionen mit der linken Hand, mit dem linken Daumen ausprobiert. Ich glaube, durch den Druck, die Runden zuvor und das, was ich jetzt merke, ist, dass schon zu fortgeschritten ist, dass ich danach irgendwie eine Verbesserung spüre. Ja, das ist irgendwie blöd. Also das gefällt mir am G920 gar nicht. Diese dicken Nähte. Unterbewusst setze ich da meinen rechten Daumen anders als den linken. Muss ich mal bewusst da hinschauen und das vielleicht mal ändern. Bewusst ändern, damit das dann unterbewusst einfach Standard wird. Ja, ich fahre gerade auch viel zu langsam. Weil ich gerade mir viel zu viele Gedanken über den Daumen machen muss, weil das drückt halt wie Sau. Und ich will mich davon nicht ablenken lassen. Da ist Vettel. Der ist gleich wieder dran. Auf keinen Fall diesen 14. Platz verlieren. Teamkollege geschlagen, Konkurrent geschlagen, weil beide ausgeschieden und dadurch auch Platz 14 die Erwartung erfüllt. Wir fahren womöglich bloß bis Runde 30. Und Ericsson ist immer noch dran, weil ich mir viel zu viele Gedanken über diese Naht da machen muss. Ich glaube, ich habe jetzt was gefunden. Ich greife das Lenkrad mit den... weniger mit dem Gelenk, da wo er die ganze Zeit die Naht auf den Daumen gedrückt hat. Sondern mehr so... ich greife mehr ins Lenkrad hinein. Das fühlt sich gerade ganz gut an. Ich habe jetzt ewig da probiert, eine passende Position zu finden. Allerdings merke ich auch, wenn ich die Hand weiter ins Lenkrad reinstecke, ich komme mit dem Daumennagel beim Schalten an die Schaltwippe, wenn ich die zu mir ranziehe. Das ist ja blöd. Ungeahnte Probleme. In Singapur.
und auch schon anderswo, aber auf Strecken, wo ich mich deutlich mehr konzentrieren muss, weil die mir schwerer fallen. Ah, verkrampfe ich irgendwie mehr. Oder ich fasse einfach stärker ans Lenkrad. Da bin ich ja schon gewissermaßen froh, dass dann bald Malaysia kommt und dann Suzuka. Aber jetzt will ich die 14 hier mitnehmen. Versuch's gerade so, ich umschlinge mit dem Daumen das Lenkrad da an der Stelle, wo ich es fasse. Und die rechte Hand ist jetzt führend. Die linke geht jetzt mehr mit, die rechte führt. Mal gucken, wie das gleich ist. Über ein paar Runden, ein paar Kurven hinweg. Ich kann beim Runterschalten, generell beim Schalten, ja, beim Runterschalten mit der linken Schaltwippe, dass ich da mit der Schaltwippe an den Daumen komme. Komisch. Ich muss mir das nochmal angucken, wie ich mit der rechten Hand da reingreife. Was sage ich mit Vettel? Kommt er bald mal? Okay, hinter Ericsson. Ja, er bekommt Laufleine. Da sehen wir es auch an der LED-Tafel. Jetzt aber weit genug weg, da sollten wir keine Probleme haben mit, ja, er könnte uns überholen. Wenn ich beim Vorbeilassen nicht so viel Platz lasse, nicht zu langsam fahre. Ericsson immer noch direkt hinter uns, bekommt Laufleine. Übrigens habe ich schon wieder die Position mit dem linken Daumen geändert. Blaue Flagge. Oh. Wer ist hinter mir? Okay, nicht Ericsson. Sieht nach Mercedes aus. Auf der Geraden vorbei, der Ferrari ist auch vorbei. Oh, der Irrenplatz 1. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 27,6 Sekunden. Oh ja. Vettel und Hamilton. Ist aber nicht das WM-Duell. Das ist Kimi gegen Vettel. Und Kimi ist womöglich ausgeschieden. Hat über 2 Siege Vorsprung. Ich bekomme noch DRS, das ist ja nett. Ericsson gut hinten dran. Man gerade gut an der Heckleuchte von Vettel gesehen, wie dunkel das doch hier ist. Nochmal. Van Dorns Problem scheint sich nicht aufgelöst zu haben, oder Jeff hat es einfach nicht angesagt. So, wieder andere Position mit der linken Hand, mit dem linken Daumen. Ich glaube halt überwiegend ist meine linke Hand die federführende Hand. Deswegen kann die rechte so entspannt sein. Ich muss das irgendwie mal analysieren. Ericsson geht jetzt aber überhaupt kein Tempo mehr mit.
So, 4 Runden noch. Die 31. lassen wir aus. Wenn die davon nicht noch zum Stop kommen. Die Dur landen. Also Hamilton lag vorne, als er vorbei ist an uns. Oh, Bestzeit. Ey, wer ist das denn jetzt, wenn die sich gerade... Ist das Hamilton? Haben die sich zu sehr in die Haare bekommen und Vettel hat einfach sich Platz 1 geschnappt? Scheint so, weil der ist kein rotes Auto vor uns. Auf der Streckenkarte sind bloß die beiden. Okay, jetzt habe ich mal ganz andere Position ausprobiert, die geht gar nicht. Da habe ich überhaupt kein Gefühl fürs Runterschalten. Das geht zum Beispiel hier schief. Ja, ich bin weit, weit hinten. Der dritte kommt gleich an und überrundet ihn. Gibt schon für uns sogar blaue Flaggen. Ben hat bloß so viel gezeigt für Ericsson. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 28,4 Sekunden. Ich war deutlich näher an meiner Bestzeit dran als jemals zuvor in den Runden. Dabei habe ich nochmal die Position gewechselt zwischendurch. So, drittletzte Runde. Vielleicht kann ich meine Runde jetzt nochmal verbessern. Wenn ich das da mit der Naht und dem linken Daumen hinbekomme. Wobei, ich habe da schon so eine gewisse Druckstelle. Noch nichts, was großartig lange bleibt, aber für ein paar Minuten schon. Was mache ich denn jetzt gerade? Ja, ich würde aber nichts raushauen. Lohnt sich überhaupt nicht. Bleibt der Motor lieber frisch. Die Runde könnte noch Bestzeit werden. Der Drittplatzierte kommt an uns heran. Nächste Runde werden wir spätestens blaue Flaggen gezeigt bekommen. Hoppala. Keine Bestzeit. Noch zu viel anstellen. Oh, da kam der Wagen rum. Also wenn dann am ehesten Runde 30. Die persönlich beste Runde. Aber ist mir gar nicht so wichtig. Jetzt heißt es wirklich nur noch ankommen. Ericsson ist so weit weg. Zum Vordermann beträgt 27,9 Sekunden. Weit, weit weg. Ach, da wird sich Van Dorn ärgern. Alonso hat zwar auch keine Flagge. Punkte. Ja, es scheint der andere zu sein. Auf der Geraden. Schön. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Ericsson kommt da hinten erst auf der Streckenkarte. So, jetzt habe ich noch eine Runde. Soweit zur Freifahrt. Ja,
Ja, ich nehme mehr und mehr an, dass Kenny ausgeschieden ist. Ich habe ihn da wahrgenommen oben links, als Verlaine wieder ins Rennen gekommen ist. Und Kimi nicht unter den besten dreien. Ich nehme an, er ist ausgeschieden. Könnte zwar bloß einen Reifenschaden zwischendurch gehabt haben, aber ich glaube, er ist raus. Also der erste Sektor wird auf jeden Fall wieder grün. Der war jetzt nämlich sogar ziemlich super, finde ich. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Zwei Runden ist die letzte Runde. Der Ericsson kommt wieder was. Könnte der Viertplatzierte sein. Ich muss ehrlich sein, ein klein wenig schiele ich doch auf eine persönliche Verbesserung. Aber alles im Rahmen der Kontrolle. Ich muss ihn gucken. Eigentlich. Das Feuerwerk. Ich habe keine Zeit. Oh, das sieht toll aus. Lieber ist beide solitär. Bloß besser. Rote Rundenzeit. Über diese Fahrt kann man sich Daumen nicht geguckt. Beschweren. Wirklich ausgezeichnet. Daumen noch dran. Naja, nicht wirklich. Ganz schön beschönigt. Dieses Ergebnis. Daumen wirklich noch dran. Ah, ganz schön rot an der Stelle. Rechts zwar auch, aber nicht so sehr wie da links. Das Team aus Maranello hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Die Safety-Car-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Sieht etwas gespenstisch aus, der Vettel. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Lance Stroll. Er war das ganze Rennen lang über hoch konzentriert und das Resultat ist die Belohnung dafür. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, Lance Stroll kann man da nennen. Er hat 8 Plätze gut gemacht, mehr als Ocon, aber Ocon ist in die Punkte gekommen, wenn auch von weiter vorne gestartet. Aber ich würde erstmal wissen, warum Lance Stroll von Platz 20 aus hinter uns aus ins Rennen gehen musste und Kimi, der ist ausgeschieden. Ganz bestimmt auf der 1 Vettel, dann Hamilton. Hat sich Vettel den Hamilton wirklich noch geschnappt, eben als Hamilton so überraschend nah an uns dran war. Bottas auf der 3, dann Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Felipe Massa, starkes Ergebnis. Auch Perez, Hülkenberg auf der 8, damit ist er vor uns. Magnussen nicht, der ist ausgeschieden. Aber Hülkenberg hat sich, Hülkenberg der mit 27 Punkten und wir mit 30, dann müsste ein vor uns sein. Ocon auf der 9, Grosjean auf der 10. Etwas überraschend, dass er so weit hinten ist. Der Haas, dass der hier nicht funktioniert.
Der ist sogar zurückgefallen als einziger Wagen da vorne. Und zwar deutlich. Palmer auf der 11. Undankbarer 11. Platz. Aber irgendwer muss ihn ja bekommen. Lance Stroll 8 nach vorne. Alonso 1 nach vorne. Ich bin wieder noch im falschen Raster. In der falschen Zelle. Besser gesagt in der falschen Spalte. Wie auf der 14. 5 Plätze nach vorne. Rundenzeittechnisch hinter Alonso. Hätte ich die Probleme da nicht gehabt mit dieser Naht da. Mal wieder. Ich glaube, ich hätte die persönliche beste Runde weiter unten ansetzen können, aber ich war weit von Alonso weg. Ob ich das dann geholt hätte im letzten Stint? Ich war im letzten Stint sehr langsam, weil ich da den Daumen sehr gemerkt habe, aber da muss ich irgendwie noch dran arbeiten. Also überwiegend bei Rennen, wo ich irgendwie verkrampfe. Wobei, Belgien war an sich noch anstrengender, aber da war es nicht so doll. Ericsson auf der 15, Verlaine auf der 16, Van Dorn, dann kommt Carlos Sainz, Kimi Räikkönen ist ausgeschieden, genauso wie Kevin Magnussen. Zwei Stops, da ist ein Dreistopper dabei, Romain Grosjean, gut ist erklärt, warum er dann doch so weit hinten ist. Ansonsten alle mit zwei Stops durch. Nicht leicht starten. Magnussen, bloß die Ausfälle. Dann werde ich nochmal den Fokus auf Grosjean setzen, wenn ich dran denke. Mal gucken, ob ich ihn einfangen kann, ob ich überhaupt was erkenne. Ist auch eine andere Frage. Die drei Ausfälle sind's. Dann nochmal Rangliste geguckt. Genau, Hülkenberg mit 31, genau wie Esteban Ocon. Und wir mit 30. Und Magnus mit 33. Herr Ocon hat ja Punkte geholt. Stimmt, das war der vorm Rennen hinter uns lag. Palmer auf der 15 mit 4 und Sainz auf der 14 mit 15. Ganz vorne, Kimi hat jetzt 31 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen. Und Hamilton ist knapp dahinter. Und Bottas mehr als 2 Siege Rückstand nach diesem Rennen. Bei den Konstrukteuren hat sich nichts getan. Wir werden nicht auf die 5 kommen. Williams muss sich noch etwas strecken. 3 Punkte Rückstand auf uns und Renault 10 auf uns. Da Palmer nicht so wirklich mitspielt, heute wieder nicht, sollten wir das gegen Renault für uns entscheiden können. Ja, wem schauen wir zu, wenn nicht Marcus Ericsson? Was für ein toller Start, auch der von Ocon war spitze. Die beiden da vorbei, einer links, einer rechts. Eieiei, aber ich habe mich reingebremst. Und wir sehen's, Ericsson bekommt nochmal eins ordentlich auf die Mütze. Allerdings nicht von uns. Eher wir von ihm. Er setzt sich daneben auf der Außenbahn. Gut, er hat bessere Reifen. Und jetzt ist er innen. Er war mal ganz kurz vorne, aber da zuzumachen, ne, kannst du nicht bringen. Da haben wir einfach schon andere Erfahrungen gemacht. Ausfall Magnussen Runde 2. Nach der Anderson Bridge. Da, wo auch Carlos Sainz ausgeschieden ist. Bei ihm raucht's aus dem Heck und bei jemand anderem, bei Kimi, sieht das Ganze schon anders aus. Er rollt einfach noch ein Stück geradeaus. Warum er nicht in die Box kommt? Gute Frage. Muss Countmasters beantworten. Und Carlos Sainz. Wir sehen Platz 6, allerdings gerade in der Boxenstoppzeit. Zuvor hatte er Platz 9 inne. Schade, 2 Punkte hätte er locker mitnehmen können. Ja, da stehen sie wieder ganz schön versetzt. Singapur ist vorbei und klar, uns wurde auf jeden Fall was geschenkt, also wir werden jetzt in Sachen Erwartungen vom Team und auch bei der Messung gegenüber dem Teamkollegen ordentlich Punkte gut machen. Das war geschenkt, das war auf jeden Fall geschenkt. Ich war vor Ericsson, das war der einzige, den ich auf der Strecke überholt habe und ja, ich war deutlich langsamer als mein Teamkollege und gerade heute ist er wieder ausgeschieden, also wir haben mittlerweile die Erfahrung gemacht, man wird bloß selbst als Spieler ausscheiden können, wenn man irgendein Einzelteil auf 100% Abnutzung bringt. Ich habe mich, als ich gehört habe, dass man jetzt auch selbst ausscheiden kann, weil einem da die Komponenten um die Ohren fliegen, habe ich mich gewissermaßen schon gefreut, dass die KI nicht mehr so einen Sonderstatus hat, dass man als Spieler nicht mehr solch einen Vorteil hat. Aber wir haben es ja schon im ersten Rennen gesehen. Ocon oder Carlos Sainz so früh ausscheiden, da hast du einfach nicht so viel Abnutzung drauf.
Leider hat die KI immer noch eine Sonderstellung und leider wir eben auch. Ja, also, ich hätte eigentlich gedacht, ich hole mit Monza für Singapur schön weit aus, weil ich hier eher mit einer schlechteren Leistung unter den Erwartungen zu rechnen habe. Nee, war nix. Und auch Belgien, das beste Rennen der Saison, die drei Rennen, gut gemeistert. Und jetzt kommt Malaysia. Und dann Suzuka. Ich freue mich schon. Was für tolle Kurse, was für einzigartige Kurven. Aber auch bei beiden Strecken kann das Wetter eine Rolle spielen. Dürfen wir nicht vergessen. Aber wir gehen mit einer besseren Strapazierfähigkeit in Sachen Getriebe und mit noch was ins nächste Rennwochenende. Aber bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss. Hey, cool, dich wiederzusehen. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Sie werden gerade in diesem Moment angepasst. Hier ist der Bericht.